mein Freund Johannes Oerding. Wir alle wollen etwas, das bleibt, das länger da ist als heute. Etwas, das jahrelang leuchtet, deutlich und klar wie die Träume. Wir gehen nicht schlafen, sind im Wort und monumentale Gebäude. Wir ritzen Namen in Bäume, meine Initialen erzeugen. Und ja, wir atmen, doch wir jagen nur noch nach etwas Neuem. Wir müssen sparen, um zu haben und danach zu bereuen. Man, wir geraten aus der Bahn, aber können die Lage nicht steuern. Und darum latschen wir gerade mit in die Arme des Teufels. Wir müssen in den sauren Apfel beißen, abreißen und neu machen. Damit wir sehen, es geht noch weiter abseits von den Scheuklappen. Los, wir schaffen etwas Großes, auch wenn's nicht zu sehen ist. Irgendwas, das für immer bleibt, für immer bleibt, für immer und ewig. Wir müssen nur daran glauben, in die Scherben und die Funken, die uns hier bewegen. Daraus können wir etwas bauen, das noch beeindruckender ist als diese Pyramide. Wir als Leben ist nur ein kleines Licht, und dann in Tumblr die Zerstörung von allen Füßen. Was zu hinterlassen, aber weil wir gierig sind, schaffen wir nur Computer und Waffen. Wir kaufen teure Klamotten statt einfach Schuhe, die passen. Wir stoßen an auf die Freiheit, doch haben Blut in den Tass. Uns ist leider nicht wichtig, was unsere Zukunft gefährdet und die Zukunft der Erde schon.